So, dann erstmal hi zusammen. Schön, schön, dass wir da sind. Heute hier mit dem Christoph, Spezialist Heuermann. Ich sag mal, der Captain von dem Boot Staatenlos. Willkommen bei Staatenlos.ch. Ich bin hier mit dem Edward aus Teun. Richtig, genau. Mein Partner in Rumänien. Richtig. Wir gründen seit einiger Zeit der Rumänien-Firma für euch in Timișoara. Edward hat dort einen eigenen Standort aufgebaut, hat dort Büro angemietet. Und dort sind wir eben in der Lage für euch, remote Rumänien-Firmen anzumelden. Und Rumänien ist ein wirklich schwieriger Standort, um Firmen anzumelden. Ja, also Leute, die das selber versuchen, selbst Rumänen, kriegen das in der Regel nicht hin. Und ich selbst musste in den letzten 5 Jahren mehrmals die Kanzlei vor Ort wechseln, weil ihr das ebenfalls nicht so gut hinbekommen hat. Dennoch, Rumänien ist ein extrem attraktiver Standort, wenn man weiß, wie es geht, weil es einfach die geringsten Steuern in der ganzen Europäischen Union hat. Zumindest bis zu einem gewissen Betrag, bis 1 Million Euro Umsatz, zahlt ihr nur 1% Steuern, wenn ihr einen Mitarbeiter in Rumänien habt. Wenn ihr keinen habt, zahlt ihr das Doppelte, 2%. Geht also auch, oder? Richtig, genau. Also mit dem Angestellten, da bist du bei 1% und als deutscher Unternehmer mit dem deutschen Finanzamt im Nacken, da brauchst du so oder so einen Angestellten, weil du brauchst eine gewisse Substanz für das deutsche Finanzamt, was du dann quasi in Rumänien nachweisen kannst. Und ohne Angestellten sind es 3%. Mhm. Und es ist sehr, sehr einfach aufzusetzen. Also wir haben da ein Konzept ausgearbeitet mit dir zusammen. Wir haben uns auch angeguckt, okay, wo hat das Ganze noch Ecken und Kanten, wo können wir hier noch ein bisschen was schleifen, was tun, und haben dann auch gemerkt, was da wirklich auch am besten funktioniert für die ganzen Kunden von Staatenlos, für alle Unternehmer. Wir haben ja auch Unternehmer, die nicht in der EU sind. Wir haben auch Unternehmer, die in der EU sind, aber nicht in Deutschland sind, haben wir auch. Und es ist unterm Strich sehr, sehr überschaubar. Wir kriegen das sehr konsequent und schnell durchgeboxt. Also wenn die Unterlagen alle vollständig da sind, machen wir das innerhalb von 4 Wochen. Ja, wenn es sich dann ein bisschen länger nach hinten zieht, dann liegt es eigentlich nur darum, also nur daran, dass vielleicht irgendwelche Unterlagen noch nicht richtig vorhanden sind. Oder wenn wir ein Unternehmen jetzt hat in Rumänien gründen, was wir unter die Holding in Deutschland schauen müssen, dann braucht man nochmal einen aktuellen Handelsregisterauszug, ja, und so weiter und so fort. Aber ja, man hat 3% Steuern auf den Umsatz bis zu 1 Million Euro ohne Angestellten, ist aber gar nicht interessant für einen, der in Deutschland ist, denn der braucht sowieso einen Angestellten und dann bist du auch bei 1%. Genau, wir haben ja verschiedenste Anwendungsfälle für Rumänien. Ihr wisst, wir haben einerseits unsere Firmengründung in den USA. Das macht für viele Leute auch mehr Sinn. Dennoch, Rumänien ist für viele Anwendungsfälle besser oder das Einzige, was geeignet ist. Ja, das heißt, wenn ihr in Deutschland seid oder in Österreich oder in der Schweiz oder in anderen Hochsteuerländern in der EU, dann könnt ihr eine LLC nicht legal verwenden. Eine rumänische Firma könnt ihr aber legal verwenden. Und das ist gar kein so hoher Aufwand. Ja, die Firmengründung, die Betriebsstätte, der Mitarbeiter, klar, das wird euch 15.000, 20.000 Euro im Jahr kosten. Aber bei 1% Steuern hat sich das bereits bei unter 100.000 Euro Gewinn ausgezahlt. Und dann habt ihr immer noch 900.000 frei sozusagen. Und das ist ja auch genau unsere Nische. Ja, wir richten uns ja nicht so sehr an Mittelständler und an Großkonzerne. Wir richten uns eben ganz genau an die Selbstständigen, an die Online-Unternehmer, die gerade im Dienstleistungsbereich oder im digitalen Produktbereich diese Millionen Umsatz auch kaum oder nur sehr schwer erreichen. Genau, genau. Also vor allem bei den Kandidaten, die jetzt zum Beispiel nicht so produktlastig sind, ja, also die wirklich ihr eigenen Betrieb auf Dienstleistungen spezialisiert haben, ja, und dann auch höhere Margen haben an Profiten, da ist es natürlich ultra attraktiv, wenn man dann zum Beispiel das Marketing, Verkauf, wenn man solche Geschichten dann komplett über Rumänien abwälzt, weil man da halt wahnsinnige Steuervorteile genießen kann, und dann kannst du ja oben drüber immer noch mehr Holding haben als Beispiel, und dann versteuerst du in der Muttergesellschaft quasi die Gewinnausschüttungen, und die natürlich 95% auch steuerfrei sind. Da hat aber der Christoph schon, glaube ich, x Interviews dazu gegeben, also gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Genau, es gibt ja verschiedenste Ansätze natürlich. Ja, also wenn ihr in Deutschland lebt und so eine rumänische SRL gründen wollt, dann macht ihr das in der Regel nicht privat, sondern am besten über eine deutsche Holding, eine deutsche UG oder GmbH oder Genossenschaft, die dann die Anteile hält. Dann könnt ihr quasi den gesamten Gewinn mit 1% in der deutschen Firma haben und damit zum Beispiel mit 1% Steuern in Immobilien investieren. Richtig. Ideal, um sich ein nachhaltiges Portfolio aufzubauen. Ja, also man kann viel, viel schneller wachsen, das ist ganz wichtig. Es ist legal, ja, also es gibt nicht 99,9 oder irgendwas Prozent, sondern es geht nur legal oder gar nicht.
Und du brauchst einfach für diese Substanz beim Deutschen Finanzamt, brauchst du einfach einen Angestellten, du brauchst eine Betriebsstätte, du musst deine Miete bezahlen. Ja, du kannst nicht sagen, ja, ich habe das beim Nachbarn von meinem Onkel vierten Grades irgendwie angemeldet in Rumänien. Ja, die Nummer funktioniert nicht. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ja, also man muss in Rumänien überhaupt eine Firma gründen zu dürfen, eine Betriebsstätte so haben. Ist es. Es gehen keine Briefkastenfirmen in Rumänien. Und das stellt halt viele Leute natürlich vor das Problem, sie wollen eine Firma gründen, dann müssen sie erstmal aufwendig nach einem Büro suchen und so weiter, das nehmen wir euch ab. Genau. Ja, das heißt, bei uns gibt es diese Betriebsstätte am Anfang erstmal quasi inkludiert. Genau, richtig. Das könnt ihr natürlich später aufrüsten, gerade wenn ihr ein eigenes Büro mit Rumänien haben wollt. Und das ist ja ein spannendes Thema. Es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwie einen Treuhänder zu installieren oder irgendwie einen Mitarbeiter, der nichts macht. Am besten solltet ihr natürlich einen glaubwürdigen Mitarbeiter suchen, der auch wirklich Dinge für euch erledigen kann und glaubwürdig für euch arbeitet. Operativ. Aktiv. Und da ist Rumänien, glaube ich, auch ein super Standort. Die sprechen auch gut Deutsch, ne? Ja, ja, genau, richtig. Also wir haben das jetzt so gemacht, dass wir einen wirklich extrem starken Standort haben. Und zwar sind wir in Timișoara ansässig. Durch das, dass es dort natürlich auch komplett deutschsprachige Gymnasien gibt. Ja? Also die machen komplett das gesamte Abitur, machen die auf Deutsch, ja? Von A bis Z. Ja, alle Fächer, spielt keine Rolle, also egal wo der hingeht, egal auch wenn er Biologie dort hat, ja, der lernt Biologie auf Deutsch, also komplett deutschsprachiges Gymnasium, ganz ganz wichtig, ja, und die Absolventen von dort, die können dann quasi auch weiter aufs College, also auf die Uni dort gehen und lernen und studieren dann weiterhin auch auf Deutsch. Also wir haben da wirklich sehr sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem mit allen Leuten, die mit uns die Firmen aufgesetzt haben, die finden dann auch wirklich sehr qualifiziertes Personal, die dann auch das Geschäft führen. Also ja, wirklich, aber dafür eben nicht teuer. Ne? Also was ich, du musst jetzt keine 5.000 Euro Gehalt richtig zahlen, das zahlst du im Moment 100%. Ne? Genau, also zahlst du jetzt aktuell, die haben auch ganz schön angezogen, aber du zahlst 1.000 Euro, sodass der gut drauf ist. Ja? Wenn er jetzt irgendwelche speziellen Fähigkeiten jetzt nochmal braucht, ja, dann kannst du dann nochmal 1-200 Euro nochmal dazugeben. Ja, ich sage immer leben und leben lassen. Und noch ein Punkt zur Betriebsstätte, ne? Ganz, ganz wichtig. Wie der Christoph schon vorhin gesagt hat, ist, wenn du jetzt als Individuum, ja, in Rumänien eine Firma aufsetzen möchtest, brauchst du, damit du diese überhaupt anmelden kannst, brauchst du einen Mietvertrag, du brauchst eine Betriebsstätte, die muss angemeldet sein, ja, die muss quasi wirklich vorhanden sein, nicht quasi, sondern praktisch, ja, wie auch theoretisch, es geht nicht anders. Und wir haben das jetzt so organisiert, ja, dass wir Betriebsstätten haben für jeder Mann und für jede Frau, für jede Unternehmerin, für jeden Unternehmer, die mit uns zusammenarbeiten wollen, die dann sagen, hey, du pass auf, ich möchte hier ein cooles Konzept, ein cooles Setup, eine funktionierende Firma in Rumänien haben, da haben wir die Betriebsstätte ready. Und zu den Kosten können wir auch sagen, ja, also wir haben da wirklich einen coolen Deal ausgehandelt. Wir haben dann einen Arbeitsplatz, Stuhl, Internet, also Tisch, das ist wie so ein Coworking Space, da zahlt man 250 Euro im Monat. Im Sommer ist, cool, ist es kühl, im Winter ist es warm, es gibt Badezimmer. Ja. Also es ist wirklich ein komplettes Büro, ein komplettes Office und man kann sich da auch sehr, sehr gut connecten, weil natürlich mehrere Angestellte von verschiedenen Unternehmern aus Deutschland, aus der EU und aus aller Welt dort vorhanden sind. Und da machen wir dann sowieso auch nochmal, zukünftig werden wir da auch nochmal Meetings machen, ja, sicherlich, mit den Leuten vor Ort. Ja, das mit der Betriebsstelle ist auch ganz wichtig, selbst wenn ihr nicht in Deutschland wohnt, ja, selbst wenn ihr irgendwie wie ich als Perpetual Traveler in der Welt unterwegs seid, gibt das mit der Betriebsstelle gewisse Vorteile. Ja, ihr könnt dann die Doppelbesteuerungsabkommen von Rumänien nutzen. Rumänien hat zum Beispiel das allerbeste Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA weltweit. Das heißt, du kannst sehr gut zum Beispiel, wenn du in den USA investierst, in Aktien, die sogenannten Quellensteuern mit Rumänien zurückholen. Auch dafür ist Rumänien sehr gut geeignet. Rumänien ist sehr gut als Holding geeignet. Mhm. Ja, das heißt, wir haben viele Leute, die ihre Holdings gründen in Zypern, in Estland und so weiter. Das ist auch alles ganz gut. Aber auch Rumänien ist eigentlich ein sehr guter Holding-Standort. Und zwar über diese 1 Million Umsatzgrenze hinaus. Ja, normalerweise zahlst du, wenn du mehr als 1 Million Umsatz hast, 16% Steuer auf den Gewinn in Rumänien. Das ist nicht so attraktiv. Allerdings müssen wir darauf hinweisen, es kommt jetzt eine Mindestbesteuerung in der EU auf die generelle Körperschaftsteuer, die wird 15% betragen. Da ist dann also Rumänien trotzdem wettbewerbsfähig. Yeah. Und zweitens, du hast eben nur eine Quellensteuer von sogenannten 5%. Ja, das heißt, immer wenn Geld aus Rumänien rausgeht, ins Ausland sind 5% fällig. Wenn das aber in eine deutsche GmbH geht, fallen auch diese 5% weg.
Und weil es eben nur 5% sind, aber nicht irgendwie 25% wie in Deutschland oder Österreich, ist es trotzdem ein relativ guter Holdingstandort. Richtig, also da kommen wir wieder zu dem Punkt, man kann viel mehr Liquidität schaffen. Du kannst damit natürlich auch andere Geschäftsmodelle ankurbeln. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie den kompletten Fokus oder das gesamte Business jetzt unbedingt nach Rumänien verfrachten muss oder soll. Aber man kann sich natürlich dadurch halt wahnsinnige Vorteile schaffen und dann für das Wachstum brauchst du natürlich Geld. Und das generierst du halt steueroptimiert und legal über eine Struktur mit einer rumänischen Firma. Richtig. Ja, wir haben ja einige andere Anwendungsfälle. Zum Beispiel, viele von euch wandern dafür nach Portugal aus oder gehen nach Zypern. Dort sind sie steuerfrei auf Dividenden. Auch da haben wir das Problem, eine amerikanische LLC kann man nicht nutzen, weil das ist eine Personengesellschaft. Und eine Personengesellschaft kann keine Dividenden ausschütten. Das heißt, wenn ihr in Portugal seid oder auch in Zypern seid, in Zypern zahlt ihr 12,5% Steuern, das ist okay, aber in Rumänien zahlt ihr nur 1%. Ja. Also könnt ihr, wenn ihr in Zypern seid, trotzdem in Rumänien gründen und euch dann steuerfrei die Dividenden nach Zypern ausschütten. Ja, der große Vorteil ist eben, es ist keine Personengesellschaft, es ist eine Kapitalgesellschaft, eine ganz normale GmbH in Rumänien. Wie viel Stammkapital gibt es? Also, das ist schon mal das Gute, also du brauchst nicht wirklich ein Stammkapital, ja, ich sag dann einfach immer so, du pass auf, lass mal 500 Euro einfach in der Firma, aus vollem Grund, dass da halt die grundsätzlichen Abbuchungen am Anfang, ja, du musst natürlich auch eine Buchhaltung bezahlen, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal auf die allgemeinen Kosten nochmal drauf zurück, aber du, da wenn du 500 Euro da einzahlst, am Anfang ist vollkommen in Ordnung. Ja, also die sagen halt immer 1 Euro, 500 Euro, 1000 Euro, was auch immer. Das sind halt die grundlegenden Kosten. Ja, das ist ja auch grundsätzlich für die Banken besser, wenn sie sehen, dass zumindest ein bisschen was eingezahlt wird. Richtig, ist. Genau. Und wie du sagst, Buchhaltung, das ist ja auch was sehr Schönes bei dieser Firma. Ne? Nämlich in Rumänien gibt es ja eben auf den Umsatz. Das heißt, ihr könnt nichts absetzen, habt dann natürlich auch dann den ganzen Stress nicht mit Belege sammeln. Ja, die Steuer geht auf den Umsatz, aber selbst 1% auf eine Million ist wie viel? 10.000. Ja, also das hat sich in Kaffeekasse. Ja. Kaffeekasse. Ja, richtig, genau. Du hast damit einfach deutlich weniger Stress. Das ist eine ganz einfache Buchhaltung, die dazu führen ist. Das stimmt. Und dann hat sich das Ganze erledigt. Ja? So, also mit der Buchhaltung ist es auch so, da zahlt man 250 Euro im Monat, ja, für die Buchhaltung. 250 Euro im Monat hast du für die Betriebsstätte zu zahlen, da funktioniert schon alles, ja, von A bis Z, den ersten Monat, den gibt es da von uns nochmal kostenlos obendrauf. Bei der Buchhaltung ist es dann auch so, da haben wir gleich mal 3 Monate mit in unserem Paket, was wir jetzt quasi ausgearbeitet haben mit Christoph, ist da auch mit drinnen. Das haben wir auch aus dem Grund gemacht, damit jeder Kunde, der ein Setup in Rumänien bekommt, einen so smoothen, einen so sanften Einstieg hat in diese rumänische Firmenwelt, in die Buchhaltung, natürlich hast du da auch mit dem Finanzamt zu tun und dass da alles von A bis Z funktioniert und wir sind auch sehr, sehr pingelig, da müssen wir sagen, Deutscher als Deutsch. Bei uns ist es nicht so, wie zum Beispiel in Deutschland, da machst du deine Steuern und da heißt es, hey, du pass auf, du musst jetzt Summe X zahlen. Bei uns musst du die Steuern zahlen und du musst es dem Steuerberater nachweisen, dass du es bezahlt hast. Ja, das haben wir extra so eingeführt, dass es dann niemals zu irgendwelchen Komplikationen gibt oder zu irgendwelchen Diskussionen. Also da ist wirklich das Team in Rumänien wirklich hinterher. Das finde ich auch sehr, sehr gut, dass da immer alles sauber läuft. Und wir wollen ja keine Kopfschmerzen, wir wollen uns aufs Business konzentrieren, wir wollen wachsen und das sind die Kosten. Also du hast 250 Euro monatlich für die Betriebsstätte, okay? Du hast 250 Euro monatlich für die Buchhaltung, so. Und dann wärst du bei 3% Steuer auf 1 Million Euro Umsatz. Wenn du aber Substanz brauchst, weil du noch in Deutschland ansässig bist, dann brauchst du natürlich noch einen Angestellten, dann bist du bei 1000 netto und lass dich, keine Ahnung, sagen wir, was kostet der 1,5 mit allem drum und dran, ja, sind 1500 Euro im Monat, darf man auch nicht als Kosten unbedingt so sehen, weil das ist natürlich ein Investment, weil du kaufst dir natürlich 40 Stunden die Woche nochmal Arbeitskraft ein, ja. Also klar kostet er dich dann 18.000 Euro im Jahr, aber die 18.000 Euro mehr, kaufst du die 40 Stunden die Woche Arbeitszeit ein, Achtung, und der würde dich mindestens doppelt so viel kosten in Deutschland. Also auch da gewinnst du nochmal. Definitiv. Und ja, ich sag mal, der sollte eben auch eine gewisse Summe bekommen, damit das eben auch glaubwürdig ist. Ja, wenn ihr jetzt jemanden für irgendwie 300 Euro im Monat einstellt, vielleicht findet er irgendeine Putzfrau, aber das wird nicht reichen für das deutsche Finanzamt. Das geht nicht, nein. Ja, dann kommt das Finanzamt vorbei und sagt, ja guck mal, Geschäftsführung ist eigentlich in Deutschland, der Betrieb findet in Deutschland statt. Deshalb wird die rumänische Firma jetzt doch mit 30% Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer in Deutschland belegt. Genau. Und das willst du eben vermeiden. Genau. Also auch da ist es zum Beispiel so, da hatten wir auch einmal
glaube ich, nochmal ein Gespräch gehabt, ich weiß nicht ganz genau mit wem, da war es auch so, hey, du pass auf, ich könnte doch den und den irgendwie einstellen und Mindestlohn, nein, pass auf, du hast ein Business, ja, keiner ist blöd, keiner ist dämlich, du hast ein echtes, solides, seriöses Geschäft, ja, und du kannst da nicht, wie du gesagt hast, die Putzfrau da einstellen und dann sagen, hey, du pass auf, du machst da irgendwie nur die Buchhaltung, das geht natürlich nicht, ne? Du hast dann wirklich einen Geschäftsführer, den stellst du ein, der macht dann aktiv was, der ist gebildet, der ist qualifiziert, der hilft dir da die PS auf die Straße zu bringen, den kannst du am Anfang natürlich auch für weniger einstellen, kannst auch sagen, hey, du pass auf, Kollege, ich gebe dir 600, 700 Euro netto. Ja, man muss auch nicht unbedingt den Geschäftsführerposten outsourcen, man kann richtig. In gewissen Fällen auch selber Geschäftsführer bleiben. Da muss man allerdings auch regelmäßig nach Rumänien kommen, das Büro besuchen, den Mitarbeiter Anweisungen geben und natürlich auch so die wichtigen Entscheidungen vor Ort in Rumänien treffen. Ja. Grundsätzlich, wenn ihr wirklich das Remote machen wollt, eher nicht aus Deutschland raus wollt, auch nicht nach Rumänien fliegen wollt, dann solltet ihr auch einen tatsächlichen Geschäftsführer in Rumänien einstellen. Und der wird vielleicht dann noch ein bisschen mehr kosten als ein normaler Mitarbeiter. Genau, genau. Und auch damit holt man sich natürlich da auch nochmal Freizeit hinein, weil der kümmert sich natürlich dann auch nochmal ums Geschäft. Und den kann man dann auch so, wie soll ich sagen, nochmal einschränken, auch finanziell, weil da hatten wir auch die Frage mit den Konten einmal, wie das läuft. Ja, also sagen wir mal, du hast jetzt 100.000 Euro auf dem Konto, so in Rumänien. Dann gibst du dem natürlich jetzt nicht den vollen Zugriff, ja, auf die 100.000 Euro, sondern du parkst zum Beispiel 5.000 Euro aufs Konto 3 und du gibst ihm halt dann Zugang nur auf diese 5.000 Euro und dann kannst du auch das nochmal so einstellen, dass du halt natürlich nochmal eine TAN-Verifizierung benötigst bei jeder Überweisung, wo du sagst halt zum Beispiel über 1.000 Euro. Also jetzt im Worst Case, wenn jetzt mal irgendeiner mal durchtritt und sagt, hey, du pass auf, der hat jetzt mal irgendwie 5.000 Euro auf dem Konto und möchte jetzt mal Halligalli machen am Schwarzen Meer in Rumänien, ja, was ihm da so gut gefällt, dann ist es so, dass er da quasi auch nicht mehr Zugriff drauf hätte als auf 1.000 Euro zum Beispiel liquide Mittel, ohne dass du es bestätigst. Richtig, und wenn man denen ein überdurchschnittliches Gehalt zahlt, dann wäre es relativ dumm, das zu machen. Richtig. Deshalb, genau. Auch aus diesem Grund sollte man sich halt nicht immer auf Billigtreuhänder oder Billigmitarbeiter verlassen in so einem Fall. Ja, also es ist sehr, sehr sicher aufgebaut, da haben wir drauf geachtet. Wie gesagt, auch mit der Betriebsstätte, da können wir vielleicht auch noch ganz kurz was zur Bezahlung sagen, da haben wir das so ausgehandelt, dass die Betriebsstätte immer 3 Monate im Voraus bezahlt wird. Das bedeutet, du bist auch flexibel. Du kannst aus der Betriebsstätte immer raus. Ne? Du kannst im 4. Monat raus, kannst dich umentscheiden. Als Beispiel, du startest ein Business, ja, es wird dir dann ein Setup gemacht und es läuft und du hast einen absoluten Kickstart. Gibt's ja alles. Ist ja auch alles schön und gut. Freuen wir uns mega, ist alles gut. Aber jetzt wächst du und du sagst, ey, du pass auf, ich brauche 5 Leute, ich brauche 10 Leute, ne? 10 Angestellte. Ja, dann brauchst du da jetzt nicht nochmal bei uns irgendwie die ganzen 10 Leute parken, ja, weil wir haben noch andere Kandidaten, sondern suchst du dir dann nochmal ein eigenes Büro und auch dafür bekommst du von uns nochmal das komplette Netzwerk. Wir haben ein tolles Team vor Ort. Ja, dann sagst du einfach, hey, du pass auf, ich brauch so ein Büro, so und so eine Fläche und da wird dir immer geholfen. Also das ist ganz wichtig. Ja, das ist eben das Entscheidende, diese persönlichen Ansprechpartner, richtig. Eben auch die Hilfe bei der Betriebsstätte, falls gebraucht, die Hilfe genau. Bei den Mitarbeitern oder Geschäftsführersuche, falls genau. Gebraucht. Und wie der Edward sagt, da bestehen gerade in die deutschsprachige Gegend in Temeswara wirklich exzellente Kontakte. Ja. Und ja, wie schon gesagt, selbst wenn die Kosten bei einem gut bezahlten Geschäftsführer und allen drum und dran bei 30.000 im Monat liegen, ja, das bei 100.000 Gewinn zahlst du 30.000 an Steuern, allein an Körperschaftsteuer, Gewerbesteuern in Deutschland. So in Rumänien zahlst du alles, Geschäftsführer, gut Arbeitskraft, bezahlt, alles. Betriebsstätte, Buchhaltung, Arbeitskraft richtig. Und Steuern für 30.000. Richtig. Und wie gesagt, hast immer noch mal 100.000 nach oben und jeder Euro, den du da verdienst, wird nur mit 1% besteuert. In Deutschland sind es Ausschüttungen mitgerechnet 50% plus. Ja. Auch da muss man nochmal sagen, wenn man sich das so anguckt, ne, jetzt mal angenommen, du verdienst eine Hunderter, ja, das wäre eine ganz einfache Rechnung, du verdienst jetzt 100.000 Euro, okay, ich sage immer Hunderter, weil wir sprechen auch manchmal in anderen Zahlen, alles gut, so jetzt machst du 100.000 Euro und jetzt zahlst du 30.000 Euro, okay, in Deutschland Steuern, so, was ist mit der Kohle passiert? Die Kohle ist weg, die ist komplett weg. Ja, die Kohle arbeitet nicht für dich, die tut dir nichts Gutes, die hilft dir nicht, absolut gar nichts, du kannst nicht schneller wachsen, du hast keine Arbeitszeit eingekauft, gar nichts, nada, zero, niente, nichts, gar nichts. Ja, und jetzt zum Beispiel beim selben Beispiel, jetzt in Rumänien, 100.000 Euro, ja, und dann hast du, sagen wir mal, 20.000 Euro, also ne, 18, um ganz genau zu sein, wenn du einen Normalsterblichen hast, okay, der dann auch zufrieden ist,
lass es 18.000, 20.000 sein und dann hast du nochmal 6.000 Euro. Bist bei 26.000. Komm, wir runden auf, wie der Christoph gesagt hat, 30.000 Euro. Aber für die 30.000 Euro hast du alles. Ja? Und noch eine Arbeitskraft. Den rufst du an, den rumänischen Jimmy, und dann sagst du ihm, hey, du pass auf, mach da das und das rund, mach das bitte fertig, hier, wir müssen die PS auf die Straße bringen. Den lernst du an und da hast du einfach viel, viel mehr davon. Ja? Das merkst du dann auch im Geldbeutel und nicht nur da, sondern du merkst es auch an der Freiheit. Ja? Weil du hast dann einfach nochmal eine Arbeitskraft. Du hast eine Arbeitskraft, du hast eine Firma, die von sich selbst läuft, wo du keinen Riesenstress mit Buchhaltung, Bilanzierung und vor allem Steuerberatern hast. Ja. Weil das eben in Rumänien alles relativ lässig ist. Ja, und das Finanzamt hat eben auch keine Möglichkeiten, es gibt nichts abzusetzen, es gibt da keine Rechnung irgendwie rauszuwerfen. Die nehmen die 1% und sind glücklich. Genau. Und apropos jetzt nochmal zur Steuerberatung auch nochmal was, weil das haben wir natürlich auch optimiert. Die komplette Buchhaltung, ja, die ist bei uns online, digital, ortsunabhängig. Ja. Das bedeutet, du bekommst ein komplettes Briefing, das läuft alles über Google Drive. Ja. Da haben wir ein komplettes Setup, du kriegst da ein Erklärungsvideo, da wird dir ganz genau erklärt, hey, du pass auf, das ist dieser Ordner, das ist jener Ordner, hier kommt das und das und das und das rein. Ja. Du hast dann automatisch, also bist im Newsletter quasi drinnen, aber Achtung, nicht so ein Newsletter für hier, kauf mal eine Waschmaschine, sondern bist im Newsletter, Achtung, Monat ist vorbei, ja, bitte denk dran, deine Unterlagen, deine Berechnung, die du halt quasi angenommen hast, ja, hochzuladen, ganz entspannt, digital, von egal wo, und da freuen sich halt die Kunden, weil das so simpel ist, das funktioniert so einfach, das macht Spaß, das machst du mit dem Handy, es ist tiefenentspannt und mit den Banken funktioniert das auch wirklich top. Also wir haben Bankkonten zum Beispiel bei der ING DiBa, ja, vor Ort. Ja, wenn man, ich will jetzt nicht sagen, dass alles unser ist, aber das ist halt wirklich eine Filiale. Ne? Aber es geht natürlich auch mit Revolut. Ja, also ja, das ist ein großer Vorteil. Wir sind in der EU, wir sind auch keine typische Steueroase. Das heißt, Rumänien mag bei manchen vielleicht immer noch Vorurteile auslösen, ist aber deutlich anerkannter als zum Beispiel Zypern und Malta. Du kannst problemlos PayPal nutzen, du kannst Stripe nutzen, du kannst andere Kreditkartenanbieter in der EU nutzen. Und eben auch mit relativ guten Banken verbinden. Ja, es gibt ja auch viele österreichische Banken, glaube ich. Ja, Raiffeisenbank gibt es alles dort. Raiffeisenbank und so weiter. Ja. Und aber natürlich auch lokale Banken, die nicht schlecht sind. Und auch generell ist das Bankensystem in Rumänien nicht schlecht. Ja. Und hat ja auch den Vorteil, dass es nicht direkt an den Euro gebunden ist, sondern es immer noch die eigene Währung gibt. Richtig, genau. Das ist der Stand der Dinge. Ja, wenn es mal irgendwelche Rückfragen gibt. Ja. Und wir haben das wirklich idiotensicher gemacht. Du kriegst die ganzen Unterlagen und da steht dann auch, hier unterschreiben, hier unterschreiben, hier unterschreiben, das ist eine Farbe, hier beim Notar unterschreiben, hier beim Notar unterschreiben, hier beim Notar unterschreiben. Und dann machst du einen Termin bei dem Notar deiner Wahl und unterschreibst bei deinem Notar in Deutschland, da wo du vielleicht auch schon deine Firma aufgesetzt hast. Genau, das heißt, du musst eben nicht zum Notar in Rumänien. Richtig. Du sparst dir die komplette Anreise. Richtig. Wir sind einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Anbieter, der Rumänien-Firmen komplett remote gründen komplett und auch verwalten kann. Richtig, genau. Du brauchst eine Betriebsstätte, das ist richtig, aber ja, die stellen wir dir natürlich zur Verfügung. Genau, und die kriegst du von uns und damit haben wir eigentlich wirklich so jetzt auch alle Punkte besprochen. Ich wüsste jetzt nicht gerade, was mir noch was, also falls mir noch irgendwas einfällt. Ja, also wie gesagt, Rumänien ist ein Top-Geschäftsfeld für alle, die in Europa leben. So, also, wenn dich das interessiert, wenn du sagst, hey, du pass auf, ich habe da wirklich eine Idee, ich hätte da sogar eine Sparte, die ich da wirklich in Rumänien aufsetzen möchte, ich habe da Lust drauf, so ein steueroptimiertes System aufzubauen mit Rumänien, mit der EU, tollen Lage, tollen System, All-Inclusive-Paket und das alles von A bis Z rundum sorglos, dann kontaktiere uns doch einfach, wir werden hier nochmal einen Link mit beifügen, ja, dann hast du da nochmal ein Formular, dann brauchen wir nochmal ein paar Infos von dir, dass wir auch wissen natürlich, ob und wie wir dir helfen können, damit wir gemeinsam auch erfolgreich die PS auf die Straße bringen. Und ansonsten kannst du gerne hier nochmal beim Christoph dann auch nochmal eine Beratung buchen, dass der sich da auch nochmal bei dir in dein Szenario da reindenkt und dann guckt, ja, was da das Attraktivste ist. Das sollten wir vielleicht nochmal klarstellen, also Edward ist der Mann für Rumänien. Aber Edward kann dich jetzt nicht zur ganzen Welt beraten. Edward ist ein erfolgreicher Unternehmer, hat etliche andere Dinge. Und die Beratung musst du schon bei mir machen. Wenn klar ist, Rumänien ist geil für dich, geh zum Edward. Wenn du überhaupt keine Ahnung hast, was so das gute Setup für dich ist, dann und was Rumänien eins von ist, geh zu mir. Richtig, genau. Genau so ist es. Also von daher dann erstmal cool, dass wir das Interview gemacht haben. Gut, dass wir es geschafft haben. Und falls es noch irgendwelche, genau, falls es noch irgendwelche Fragen geben sollte, ganz entspannt, ja, nicht zögern, fass die Fragen zusammen,
kommentiert, schickt uns einfach die Fragen, ja, wir können das einfach klären und das können wir dann auch langfristig, wir werden nochmal ein Webinar erstellen. Natürlich, wenn wir mal ein Webinar machen oder genau. Neue Videos, wo wir dann auf eure Fragen eingehen. Ja. Und dann fügen wir das Ganze nochmal ein und dann könnt ihr euch auch dann langfristig auch nochmal das Webinar angucken, das ist gut, dann brauchen wir uns nicht mehr den Mund fusselig quatschen und von daher bleibt gesund und munter, viel Erfolg, starke Umsätze und toi toi toi, das ist jetzt das von uns. Genau, also gründet in Rumänien und zahlt 50% weniger Steuern. So sieht's aus, das Schlusswort. Bis dann, ciao.